ich habe heute ein Rezept für euch. Und zwar habe ich in einem meiner Vlogs einen mexikanischen Salat gezeigt. Und den liebe ich über alles. Ich würde ihn am liebsten jeden Tag essen. Und heute zeige ich euch, wie ich den mache. Und zwar sieht er am Ende so aus. Sehr, sehr lecker. Er riecht auch schon sehr gut. Der besteht zum einen aus einem Kopfsalat, dann einmal aus einer selbstgemachten Guacamole, einer Bohnensauce, die nennt sich Frijoles. Ist das richtig? Okay. Einer Salsa, könnt ihr mild machen, könnt ihr sehr scharf machen. Hühnchen, wenn ihr wollt. Frischen Koriander und ganz wichtig natürlich Tacos mit Käse überbacken. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das genau mache, dann bleibt dran. Ihr benötigt einen Salat eurer Wahl, Tacos, gern auch selber gemacht, frischen Koriander, Knobizehe, ein bisschen Peperoni, je nachdem wie scharf ihr das haben wollt, 1 bis 2 Avocados, Streukäse, ich habe Gouda genommen, dann Hähnchen, das habe ich gewürzt und eine große Zwiebel. Gewürzt habe ich das Hähnchen mit einem Köftegewürz, dann Meersalz natürlich und auch Pfeffer, Jalapenos für die gewisse Schärfe. Dann braucht ihr so Pizzatomaten, die so gestückt sind und Kidneybohnen. Dann fange ich mit der Guacamole an. Dazu halbiere ich die Avocados und schneide die jeweiligen Hälften immer kreuzweise ein. Dann kann ich das ganz gut rausholen. Und das kommt dann einfach alles in die Schüssel und wird mit einer Gabel vermengt. Wenn sie schön reif ist, geht das auch sehr, sehr gut. Danach kommt eine Knoblauchzehe ran. Die presse ich einfach mit der Knoblauchpresse. Geht am einfachsten. Alles vermengen. Dann natürlich würzen mit Salz und Pfeffer. Ich immer nur mit wenig Salz und mehr Pfeffer. Beiseite stellen und es geht an die Salsa. Dafür braucht ihr die stückigen Tomaten. Die kommen einfach in eine Schüssel rein. Dann die gesamte Zwiebel in Stücke schneiden und alles mit rein in die Salsa. Sehr stückig und knackig. Dann eine bei mir sehr scharfe Peperoni, die schon ein bisschen trockener ist. Das gibt einfach total den Kick. Dann einfach den Salat waschen und in Stücke zerreißen und schon auf den Teller drauf, den ihr dann benutzen wollt, zum Servieren. Für die Bohnensauce bratet ihr ein bisschen Knobi in einem Topf an und dann einfach die Bohnen mit reingeben, aufkochen lassen und dann das Ganze auf den Salat. Hähnchen anraten und dazugeben. Dann kommt die super leckere Guacamole auf den Salat. Und in der Zwischenzeit den Ofen anheizen auf 200 Grad, Tacos drauflegen auf ein Blech und mit Käse bestreuen. Ab in den Ofen für so 5 Minuten. Dann die Salsa auf den Salat geben. Guckt mal, wie lecker die aussieht. Tacos aus dem Ofen holen und auf den Salat geben. Ein paar Jalapenos auf den Salat und natürlich nochmal frischen Koriander. Et voilà! Ihr wisst jetzt, wie ich den Salat zubereitet habe. Das Wichtigste ist natürlich, wie er jetzt am Ende schmeckt. Ich kann euch aber garantieren, er wird sehr, sehr lecker schmecken. Je nachdem, ob ihr es mild mögt oder scharf. Auf jeden Fall probiere ich jetzt mal für euch. Und es ist einfach der perfekte Sommersalat. Der ist frisch und knackig. Er hat so was Feuriges durch das Scharfe. Und auch halt so ein bisschen was Schwereres durch die Tacos. Er ist einfach super lecker, sättigt. Entschuldigt, dass ich mit vollem Mund spreche. Aber es ist einfach so gehaltvoll, so geschmackvoll. Ich liebe ihn. Und wenn ihr auf so ein Essen steht, dann müsst ihr es auf jeden Fall nachmachen. Es ist ganz einfach nachzumachen. Und Vorsicht davor, dass ihr eventuell süchtig werden könntet. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat euch gefallen. Und falls ihr das nachmacht, dass es euch schmeckt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!